Er kann Ziele in bis zu 15 Kilometer Entfernung erfassen. Er kann schnell bewegliche Ziele verfolgen. Er kann 1100 Schuss pro Minute abfeuern. Der Flugabwehrkanonenpanzer Gepard. Was kann er wirklich? Ein Frontabschnitt in der südlichen Ukraine, nur wenige Kilometer vom tatsächlichen Verlauf der Front entfernt. Ein deutscher Gepard-Luftabwehrpanzer der ukrainischen Armee. Der Gepard ist ein Flugabwehrpanzer, der dazu eingesetzt wird, mit seinen Schnellfeuerwaffen eben feindliche Fluggeräte vom Himmel zu holen, in einer relativ geringen Höhe, ungefähr bis 4 Kilometer höher nicht. Er hat aber auch ein Radar, was darüber hinaus funktioniert und was auch eben Informationen beispielsweise anderen darüber geben kann, wo sich gerade ein feindliches Fluggerät, eine Drohne oder ein Flugzeug oder ein Hubschrauber oder eine Rakete auch befindet, die er selbst gar nicht abfeuern kann. In einem Ring hat die ukrainische Armee deutsche Gepard-Panzer um befreite Gebiete aufgestellt. Vor allem die großen Städte im Süden des Landes sollen so vor russischen Luftangriffen geschützt werden. Der Gepard rettet in der Ukraine täglich Leben, weil er als Verteidigungswaffe eingesetzt wird gegen russische Marschflugkörper, aber vor allem gegen iranische Kamikaze-Drohnen. Und diese Drohnen sind, man möchte fast sagen, das perfekte Futter für den Gepard, weil sie sich sehr langsam mit unter 200 km/h bewegen, weil sie sehr tief sind, also eine Flughöhe haben, wo der Gepard durchaus einsatzfähig ist, weil sie, wie wir jetzt gesehen haben, sehr gut vom Gepard-Radar auch zu orten sind. Bereits in den 1970er Jahren entwickelt und produziert, bildet der Gepard-Panzer für lange Zeit einen Eckpfeiler der Flugabwehr des Heeres der Bundeswehr. Er ist mit zwei sehr schlagkräftigen Maschinenkanonen vom Kaliber 35 mm ausgestattet. Jede der Kanonen kann bis zu 550 Schuss pro Minute abgeben. Zusammen haben die beiden Kanonen eine Feuerkraft von 1100 Schuss pro Minute. Das Herzstück der Waffe, das ausgeklügelte kombinierte Radarsystem. Ausgestattet mit einem Suchradar und einem Folgeradar, kann der Gepard Ziele in bis zu 15 Kilometer Entfernung erfassen und verfolgen. Ein entscheidender Vorteil. Zudem besitzt der Gepard einen lasergesteuerten Entfernungsmesser. Ein leistungsstarker Dieselmotor mit einer Nennleistung von 829 PS beschleunigt das stählerne Gefährt auf bis zu 65 km/h. Technisch gehört der Gepard zu den komplexesten und am schwierigsten zu bedienenden Panzerwaffen. Deutsche Soldaten werden normalerweise 1,5 Jahre am Gepard ausgebildet. Wir hatten nur 1,5 Monate. Das Museum für Wehrtechnik in Uffenheim. Auftritt eines Geparts. Denn wer in Deutschland einen Gepard sehen will, der muss in ein Museum gehen. Die Bundeswehr hat den Gepard ausgemustert, weil sie meinte, dass sie in diesem Kampfsegment aktuell keine Bedrohung sieht. Also keinen Feind, der relativ langsam in relativ geringer Höhe eben Bundeswehrverbände oder Deutschland beispielsweise angreift.
Der Kampf gegen den IS zum Beispiel hat gezeigt, dass der Gegner kaum über Drohnen oder Raketen oder Flugzeuge oder sonst was verfügte. Insofern war bei der asymmetrischen Bekämpfung von Islamisten beispielsweise der Gepard völlig fehl am Platz. 2012 legt die Bundeswehr den letzten Gepard still. Seitdem ist er nur noch in anderen Ländern im Dienst. Gut, es ist so, der Panzer steht in Stellung, ist irgendwann mal leer geschossen. Dann wird er abgezogen, muss zurück in eine am besten Scheune oder was Überdachtes, wo er nicht gesehen wird aus der Luft. Dort steht dann die Munition bereit. Hier haben wir jetzt 6 Schuss Exerziermunition, die dient rein zur Ausbildung des Munitionierens, der Ladetätigkeiten. Das heißt, hier wird dann außen ein Blech angebaut. Die Munition kommt in 8er-Gurten und die muss hier außen am Panzer einmal getrennt werden, der Gurt zusammengefügt und dann geht es immer in 8er-Schritten hier runter in den Munitionsbunker, wo er dann so schlangenförmig in den Munitionsbunker der ganze lange Gurt von 320 Schuss pro Seite drin liegt. Würde der Gepard ununterbrochen feuern, wären seine Magazine bereits nach 40 Sekunden leer. Munitionsverbrauch, auch ein Thema für die deutschen Gepard-Panzer in der Ukraine. Denn auch hier ist sie knapp. Theoretisch hat der Gepard einen extremen Munitionsverbrauch, wenn man tatsächlich eine Minute schießt. Die Videos, die wir gesehen haben, zeigen aber, dass man mit ihm nicht eine Minute schießt, sondern immer bloß Stöße ablässt. Also kurzen Stoß von einigen Dutzend, vielleicht einigen hundert Schuss Munition und danach ist der Angriff auch vorbei, wenn man dann das Ziel abgeschossen hat. Wie in diesem Video zu sehen, ein Gepard der ukrainischen Armee schießt mit einzelnen Feuerstößen auf eine Drohne, trifft sie, bringt sie zum Absturz. Für die ukrainische Armee ist der Gepard eine wichtige und effektive Waffe im Kampf gegen Putins Angreifer. Die größte Schwäche des Gepards ist natürlich, dass er schnelle Waffen oder hochfliegende Waffen sieht, ortet. Die Soldaten sehen das auch, aber man kann darauf nicht schießen. Man muss sie einfach vorbeifliegen lassen und kann höchstens warnen und sagen, da ist gerade mit Schallgeschwindigkeit etwas an uns vorbeigeflogen oder da ist gerade etwas in 6 Kilometer Höhe an uns vorbeigeflogen. Das kommt gleich zu euch. Wir haben es gesehen, aber wir konnten es nicht abschießen. Sieben Staaten nutzen den Flugabwehrkanonenpanzer Gepard noch immer. Wegen seiner komplexen Radar- und Feuerleitwerksanlagen ist der Anschaffungspreis eines neuen Geparts jedoch relativ hoch. Er lag 1970 bei etwa 5 Millionen D-Mark.